Also, ich mache halt ein Review über die Amy Deluxe 580. Film mal. Ich rauche den deutschen Alayami Ananas. Das ist der, also der ist ziemlich feucht, wie man hier sieht, einigermaßen zum Schnitt. Der ist gut, wenige Äste drin. Rauchentwicklung ist gut. Ich rauche mit dem Standardkopf. Zwei Bambucha-Kohlen und Rundlochung und mit dem Kaya Glasschlauch Wave. Ja, jetzt zur Rauchentwicklung. Also, wie man sieht, der Rauch ist ziemlich gut. Wir rauchen jetzt ungefähr schon 15 Minuten ungefähr. Der Geschmack. Also, er schmeckt eher nicht so nach Ananas, sondern eigentlich eher so nach nix irgendwie. Also nicht so direkt nach Ananas, nicht so intensiv. Er schmeckt schon nach was, aber ich weiß nicht, nach was das schmeckt. Also ich kann es nicht einschätzen. Man riecht danach die Ananas. Also Rauchentwicklung ist top. Wie bei eigentlich jedem Alayami-Tabak. Ich kann ihn eigentlich nur empfehlen, weil das zu 100% ist mehr Feuchtigkeit als 5%. Also ich glaube nicht, dass der Tabak noch lang in Deutschland sein wird. Er ist eigentlich in jedem Shisha-Laden erhältlich. Kostet, also 50 Gramm kosten 4,90 € glaube ich. Also ist eigentlich relativ billig. Und ja. Ja, das war's auch schon wieder. Abonniert, kommentiert und ja, bis zum nächsten Video.